Hey Peter, wofür steht denn Meridian? Meridian, über beide Pole laufender und zum Äquator senkrechter Großkreis auf der Erd- oder Himmelskugel. Super. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eine neue Folge auf unserem YouTube-Kanal von Heifi Schmitz aus Koblenz. Ich bin der Christian und dieses Mal stelle ich euch ein neues Mehrkanal-Setup von LG vor. Das schöne Spielzeug hat den Namen DS95QR und ist eine 9.1.5 Atmos Soundbar oder Soundsystem vielmehr. Um euch jetzt mal zu zeigen, was das Ganze kann, gehen wir einfach mal auf die Verteilung der einzelnen Lautsprecher ein. Also was wir hier vorne haben, ist die Soundbar, die wird in der Nähe des Fernsehers platziert, hat vernünftige Abmessungen, also nicht zu groß, nicht zu wuchtig. Man kann sie also auch problemlos mit einem Fernseher und entsprechendem Fuß davor stellen. Und hier haben wir einmal die Frontkanäle, Front rechts, links und Center verbaut. An den Seiten haben wir die beiden Surround-Side-Kanäle verbaut. Und dann hier oben schon Atmos-Bereich. LG spricht hier von Top-Lautsprechern. Einmal Top-Links, Top-Rechts und den Center-Bereich. Das heißt, die Soundbar ist jetzt hier wirklich komplett ausgefüllt mit Reibern. Viel Platz für irgendwas mehr geht in so einem kleinen Gehäuse tatsächlich nicht. Was ich hier an der Hand habe, ist einer der beiden rückwärtigen, kabellos angesteuerten Surround-Lautsprecher. Auch der ist maximal bestückt. Wir haben einmal den Surround-Side-Bereich, wir haben den normalen Surround-Bereich und nochmal den Top für die Atmos-Lautsprecher. Das natürlich mal zwei. In Kombination mit einem Subwoofer komme ich auf die Signalverarbeitung von 9.1.5 Kanälen. Wie haben wir die Möglichkeit, die Signale in das Gerät oder in die Soundbar hineinzubekommen? Also, was ich schon initial gesagt habe, alle weiteren Komponenten werden kabellos angesteuert. Die Soundbar ist unser Master. Hier werden die Signalgänge eingeführt. Das heißt, ich habe einmal eARC, also unseren modernsten Audio Return Channel Anschluss, um dann Atmos HD Tonformate etc. vom Fernseher aus oder von den Zuspielgeräten in die Soundbar hineinzubringen. Wir haben einen optischen Eingang, falls ich ältere Fernsehgeräte anschließen möchte, die halt diesen HDMI-ARC-Anschluss nicht besitzen. Und das ist jetzt neu bei LG, endlich auch mal eine vernünftige Wireless-Konnektivität. Das heißt, wir unterstützen unter anderem AirPlay 2, finde ich super. Ich kann endlich herstellerübergreifend Multiroom aufbauen, brauche einfach nur ein iOS- oder macOS-Endgerät und schicke meine Audiodaten direkt an die Zone. Ich habe Google Cast. Da das Gleiche für die Android-Welt und über diese Google Cars oder Airplay-Geschichte bekomme ich natürlich über die Streaming-Dienste und die entsprechende App all meine Musik direkt in diese Zone reingeschickt. Also da hat sich dann LG tatsächlich doch mal endlich geöffnet. Ich sage wunderbar, weil damit kann ich natürlich einfach in der großen, weiten Multiroom-Streaming-Welt agieren und habe nicht nur eine Einzelplatzlösung. So, auf der Rückseite finden wir die ganzen Anschlüsse der Soundbar. Auf der rechten Seite hier befindet sich der Netzeingang, also Stromversorgung. Dann haben wir den optischen Eingang. Der optische Eingang hat auch Auto-On, Auto-Off. Das heißt, wenn ein Signal anliegt, geht die Soundbar automatisch an bzw. aus. Dann befinden sich hier die HDMI-Eingänge. 1 und 2 auf der oberen Seite sind Pass-Through. Eingänge. Das bedeutet, ich kann Quellgeräte, eine Playstation, Blu-ray-Recorder, was auch immer dran anschließen und er leitet das Signal 1:1, ohne daran irgendwelche Veränderungen vorzuführen, bildtechnisch an den Fernseher weiter. Tonal wird es natürlich dann in der Soundbar verarbeitet. Und der letzte, eben schon angesprochene HDMI, ARC oder eARC-Anschluss, da bekomme ich meine Informationen inklusive Steuersignale direkt von meinem Fernseher aus hingeliefert. Kommen wir zum Wichtigsten bei einem Soundprodukt, der Klangeinschätzung. Wie ihr hier sehen könnt, prangt das Logo von Meridian auf der Soundbar. Meridian ist ein alteingesessener HiFi-Spezialist aus Großbritannien und hat sich hier um das Sounding dieses gesamten Setups bemüht. Ganz wichtig dazu, das Ganze funktioniert nur mit einer raumakustischen Einmessung. Das heißt, wenn das Setup aufgebaut ist, die ganzen Sachen miteinander verbunden sind, müsst ihr zwingend die App installieren. Gibt es dann für Android oder natürlich auch die Apple-Welt.
Und damit lässt sich dann eine raumakustische Einmessung durchführen. Der Unterschied zwischen out of the box klingend und nach dieser Raumeinmessung ist wirklich fulminant. Also da kann man tatsächlich von völlig unterschiedlichen Produkten schreiben oder reden. Wir haben das gestern ausprobiert und waren wirklich enorm überrascht, was das für einen Zugewinn an Präsenz, an Räumlichkeit dann auch darstellt. Die kompletten Höhenkanäle kommen raus etc. Also hier hat sich Meridian tatsächlich mit LG Mühe gemacht, eine wirklich gut klingende Soundbar auf den Markt zu bringen. Wichtig ist natürlich immer der persönliche Geschmack, was gefällt mir. Das heißt, da muss ich einfach differenzieren zwischen Heimkino. Schaue ich irgendwas, was richtig rumst und scheppert und aus allen Kanälen natürlich die Effekte fliegen müssen, dann ist die Einstellung, wie sie die App mir vorgibt, natürlich perfekt. Für die musikalische Wiedergabe finde ich immer ein bisschen reduzierter, gerade im Bereich, was den Subwoofer anbelangt, sehr, sehr sympathisch. Das heißt also, hier würde ich dann tatsächlich manuell nochmal eingreifen, die über die relativ einfach darzustellende Frequenzebene den Subwoofer zurücknehmen und das Ganze dann ein bisschen musikalischer klingen lassen. Gerade stimmliche Wiedergabe, Hochtonbereich etc., das alles, was hier von der Soundbar von vorne wiedergegeben wird, ist tatsächlich erstaunlich gut. Also es macht auch wirklich Spaß, Dialogen zuzuhören. Es ist nicht übersteuert, also man hat nicht so zischelnde S-Laute, sondern es kommt glasklar und einwandfrei verständlich rüber. Und so macht dieses gesamte Setup für knapp 1800 Euro wirklich eine rundum gelungene und gute Figur. So, damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Es bleibt mir nur noch zu sagen, kommt doch gerne vorbei auf eine Tasse Kaffee. Natürlich haben wir alles aufgebaut, ihr könnt euch wie immer alles anhören. Und wichtig, lasst einfach noch ein Like hier, abonniert unseren YouTube-Kanal und ganz aktuell findet ihr uns jetzt auch auf allen Podcast-Playern. Schmitz Hi-Fi aus Liebe zur Musik, einfach mal reinhören, vielleicht gefällt euch auch das. Bis demnächst, macht's gut. Schmitz Hi-Fi aus Liebe zur Musik.